Guten Mittwoch aus die metropolitanische Region de Manila in Philippinen, Südostasien. Das ist ein Augenblick zur deutschen und internationalen Nachrichten am Internetseite der deutschen Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ich will kein Autorsrecht zerbrechen mit diesem Video, aber ich will zu meine Audienz, meine mögliche Audienz Information geben. Und dann platzt Martin Schulz der Kragen. Eigentlich will der Bundestag über den Haushalt diskutieren, aber dann sind doch wieder nur die Migration und die Empörung über die Alternative für Deutschland das Thema. Und es gibt Standing Ovations für Martin Schulz. Noch ist Sachsen nicht verloren. Wenn eine Stadt in Aufruhr gerät, dann Kunst keine Wunder vollbringen, aber die Zivilgesellschaft stärken. Ein Interview mit Frederik Bussmann, Direktor der Kunstsammlungen in Chemnitz. Ich bin ein Popularist. Donald Trump wütet, er beleidigt und hat von Politik wenig Ahnung. Das neue Buch von Bob Woodward gewährt neue Einblicke in den Alltag im Weißen Haus, zum Beispiel, wie es beinahe zu einem Bündnis mit John McCain gekommen wäre. Neue iPhones von Apple erwartet. Der September ist ein heiliger Monat für Apple-Fans. Dann wird die neue Generation des iPhones vorgestellt. Diesmal könnte das aber das Aus für eine bestimmte Funktion bedeuten. Tagebuch eines Verbrechers. Ein inhaftierter Bankräuber veröffentlicht auf YouTube-Videos aus seiner Zelle, obwohl Handys in Deutschland in Gefängnissen verboten sind. Doch auch Justizbeamte können den YouTuber nicht stoppen. Flixbus nimmt gestrandete Ryanair-Passagiere auf, kostenlos. Mutter stirbt mit Tochter bei Autounfall. Eine Mutter und ihre Tochter sind in Südhessen bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die junge Frau war mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum gefahren. Jean-Claude Juncker offen für Freihandelszone mit Großbritannien. Zwei Fäuste für ein Halleluja. Gordon Wagner hat das Design von Mercedes-Benz auf den Kopf gestellt. Was plant er jetzt und was wird aus Smart? Eine neue WHO oder Weltgesundheitsorganisation Studie zeigt, dass Europäer zunehmend gesünder leben. Dennoch gibt es noch etliche Probleme von Alkohol bis Übergewicht. Auch die Deutschen schneiden nicht immer gut ab. Ja. Okay. Bye bye. Thank you. Wie Beckham dem Fußball in Florida Beine machen will. Der Star aus Großbritannien, David Beckham, plant mit der Major League Soccer ein ehrgeiziges Projekt und den Bau einer Arena in Miami. Dabei gibt es jede Menge Probleme. Doch Beckham und seine Partner haben vorgesorgt. Sie bleiben in Minsk. Die weißrussische Hauptstadt hat sich im Eiltempo verändert. Die jungen Menschen wollen auf einmal in Minsk bleiben. Den Kontakt zum Staat aber vermeiden sie.
Menschenverachtende Demonstrationen sind nicht zu entschuldigen. AfD-Fraktionschef Gauland nutzt die Generaldebatte im Bundestag für eine Attacke gegen die Flüchtlingspolitik der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die hält dagegen. Martin Schulz kritisiert Gauland mit einem dramatischen Vergleich drastischen Vergleich und bekommt viel Applaus. Mehr Euro, weniger Dollar. Der Dollar ist die wichtigste Währung der Welt. Das wird sich so schnell wohl auch nicht ändern. Dennoch hat die Europäische Union konkrete Pläne, den Euro zu stärken und die Europäische Union unabhängiger zu machen. Deutschland hat unbegrenzte Möglichkeiten. Viele großartige Ideen kommen weiterhin aus Deutschland. Trotzdem ist der Weg in eine neue Ära noch weit. Deutschland muss neue Wege finden, um die digitale Zukunft zu gestalten. Hier kommen ein paar Vorschläge von einem Google-Vorstand.